Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiter auf den Intensivstationen, Normalstationen, auf den Notaufnahmestationen, heute möchten wir Ihnen die aktuelle neue Richtlinie der Bundesärztekammer zur Spendeerkennung bei der Organspende vorstellen. Das ist eine sehr wichtige Richtlinie, die am 1.9.2020 verabschiedet wurde. Da sie naturgemäß etwas länger ist, haben wir die Clips etwas aufgeteilt, sodass Sie etwas entspannt in mehreren Teilen diese Informationen mitnehmen können. Ich ermuntere Sie auch, sie gegebenenfalls in Ihrer Abteilung oder mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zu teilen, sie dort vorzustellen, damit diese sehr wichtigen, klugen Anmerkungen und diese sehr wichtige Richtlinie allen zur Kenntnis gelangt. Therapie, Therapieziel und Prognosegespräche. Um den Patientenwillen entsprechen zu können, muss bei potenziellen Organspendern das Therapieziel mit den Patientenvertretern besprochen und das weitere Vorgehen festgelegt werden. Das Vorgehen muss dem erklärten schriftlich oder mündlich geäußerten oder mutmaßlichen Patientenwillen entsprechen. Sind Patientenvertreter und nächste Angehörige unterschiedliche Personen und müssen prämortal Vorentscheidungen zur Organspende getroffen werden, obliegt es dem Patientenvertreter, dem Gesamtwillen des Patienten Ausdruck und Geltung zu verschaffen und hierzu eine harmonisierende Interpretation aller Willensäußerungen herbeizuführen. Eine klinische Ethikberatung kann hierbei hilfreich sein. Im Zweifel ist das Betreuungsgericht anzurufen. In den in einem angemessenen Rahmen stattfindenden Gespräch muss zunächst thematisiert werden, dass der Tod als Folge der schweren Hirnschädigung nach ärztlicher Beurteilung höchstwahrscheinlich ist, in Fauste Prognose. Weiterhin sollte unter anderem auf folgende Punkte hingewiesen werden: Die Notwendigkeit der Diagnostik des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls, die zur Realisierung einer Organspende erforderlichen intensivmedizinischen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Organfunktionen, den zeitlichen Rahmen und die mit den oben genannten Maßnahmen gegebenenfalls verbundenen Risiken, zum Beispiel Apallisches Syndrom, insbesondere wenn der irreversible Hirnfunktionsausfall nicht eintritt. Ebenso können Festlegungen für das Vorgehen, zum Beispiel das Auftreten eines akuten Herz-Kreislauf-Versagens, erörtert werden. Siehe auch Abschnitte 6 intensivmedizinische Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Organfunktionen. Teilnehmer, Inhalt und Ergebnis dieser Gespräche sind zu dokumentieren. Es erfordert ein hohes Maß an ärztlicher Erfahrung, fachlicher Expertise, kommunikativen Fähigkeiten, Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme, den geeigneten Zeitpunkt und Inhalt für diese Gespräche vor und nach Festlegung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls zu finden. Förderlich für das Vertrauensverhältnis ist es, wenn diese Gespräche möglichst durch einen der behandelnden Ärzte oder den Transplantationsbeauftragten geführt werden. Die Koordinierungsstelle kann unterstützend hinzugezogen werden. Feststellung des Todes und Mitteilung an die Koordinierungsstelle. Die Frage nach dem eingetretenen irreversiblen Hirnfunktionsausfall stellt sich, wenn die während der intensivmedizinischen Behandlung regelmäßig überprüften Hirnfunktionen erloschen sind, während die maschinelle Beatmung oder die extrakorporale Oxygenierung den Gasaustausch sowie die Herz- und Kreislauffunktionen noch aufrecht erhalten. In der Richtlinie gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 TBG stellt die Bundesärztekammer den Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft für die Regeln zur Feststellung des Todes nach § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 TBG und die Verfahrensregeln zur Feststellung des endgültigen, nicht behebbaren Ausfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms nach § 3 Absatz 2 Nummer 2 TPG einschließlich der dazu jeweils erforderlichen ärztlichen Qualifikation fest. Mit der Feststellung des endgültigen, nicht behebbaren Ausfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms, der irreversible Hirnfunktionsausfall, ist nach der Richtlinie gemäß § 16 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 TPG naturwissenschaftlich medizinisch der Tod des Menschen festgestellt.
Kommt ein Patient, von dem kein Widerspruch bekannt ist, nach ärztlicher Beurteilung als Organspender in Betracht und wurde der irreversible Hirnfunktionsausfall festgestellt, muss die Mitteilung an die Koordinierungsstelle unverzüglich erfolgen. Entscheidung über Organspende. Im Idealfall hat sich ein Patient zu Lebzeiten zur postmortalen Organspende und den dazu notwendigen organerhaltenden Maßnahmen in einer Patientenverfügung oder einer anderen vorsorglichen Willensbekundung, zum Beispiel Organspendeausweis, sowie dem Verhältnis von Organspende zu palliativmedizinischen Maßnahmen schriftlich eindeutig und aufeinander abgestimmt geäußert. Neben dieser schriftlichen Entscheidung kann der Wille aber auch mündlich mitgeteilt worden sein. Ist dies nicht der Fall, ist der mutmaßliche Wille des Patienten anhand von konkreten Anhaltspunkten zu Lebzeiten, geäußerten Überzeugungen oder individuellen Wertvorstellungen zu erkunden. Liegt eine Zustimmung zur Organspende vor, hat der Arzt den nächsten Angehörigen gemäß § 3 Absatz 3 Satz 1 TPG über die beabsichtigte Organentnahme zu unterrichten. Weist der Angehörige oder einen diesem gleichgestellte Person auf eine Aktualisierung oder einen Widerruf der vorliegenden Verfügung hin, so ist dies zu berücksichtigen. Dem nächsten Angehörigen gleichgestellt ist eine volljährige Person, die dem Verstorbenen in besonderer persönlicher Verbundenheit offenkundig nahegestanden hat, zum Beispiel Verlobte, Verlobter oder Lebensgefährtige, Lebensgefährtin. Sie tritt neben den nächsten Angehörigen. § 4 Absatz 2 Satz 5 TPG. Wurde die Entscheidung über eine Organspende gemäß § 2 Absatz 2 TPG vom Verstorbenen zu Lebzeiten auf eine namentlich benannte dritte Person übertragen, so tritt diese an die Stelle des nächsten Angehörigen. Die Rangfolge der nächsten Angehörigen ist in § 1a Nummer 5 TPG festgelegt. Das ist jetzt die Rangfolge. Anstelle 1 Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner, dann volljährige Kinder, dann Eltern, Vormund, Pfleger, dann volljährige Geschwister und schließlich Großeltern. Liegt keine Entscheidung über eine Organspende vor, genügt es bei mehreren gleichrangigen nächsten Angehörigen, wenn einer von ihnen beteiligt wird und eine Entscheidung trifft. Der Widerspruch einer gleichrangigen Person verhindert allerdings die Organspende. Ist ein vorrangiger Angehöriger innerhalb angemessener Zeit nicht erreichbar, genügt die Beteiligung und Entscheidung des zuerst erreichbaren nächsten Angehörigen. Der Angehörige bzw. die gleichgestellte Person muss in den vergangenen 2 Jahren persönlichen Kontakt zum Verstorbenen gehabt haben. Der Arzt hat dies durch Befragung der nächsten Angehörigen bzw. der gleichgestellten Person festzustellen. Die entscheidungsbefugte Person hat bei ihrer Entscheidung den mutmaßlichen Willen des Verstorbenen zu beachten. Ist der mutmaßliche Wille nicht ermittelbar, erfolgt eine Entscheidung nach den Wertvorstellungen der entscheidungsbefugten Person. Die Entnahme ist nicht zulässig, wenn keine Zustimmung vorliegt. Letzteres gilt auch, wenn im Fall eines nicht dokumentierten Patientenwillens niemand zur Vertretung des Patienten befugt ist oder die befugten Personen nicht in angemessener Zeit kontaktierbar sind. Ja, das war nun ein Teil dieser Richtlinie zur Spendeerkennung bei der Organspende. Der nächste folgt dann und ich danke Ihnen schon jetzt für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran. Ihr Uwe Janssens.